Einen Grund zur Freude gab es jetzt bei der DRK-Kindertageseinrichtung Wolkenland in Dülmen. Die Kita erhielt das Zertifikat Early Excellence. Es steht für ein pädagogisches Konzept, das die Einzigartigkeit eines jeden Kindes in den Mittelpunkt stellt. Nach einem 5-jährigen Entwicklungsprozess im Team folgte im Februar dieses Jahres die Bewerbung zur Zertifizierung. Wir haben uns im Februar diesen Jahres beworben beim EEC-Rat und wollten diese Zertifizierung gerne haben. Und dann haben die diesen Bewerbungsbogen unter die Lupe genommen und den für gut befunden und wir wurden zugelassen für dieses Zertifizierungsverfahren. Irgendwann nach den Sommerferien kam dann ein großer Briefumschlag in den Kindergarten und da stand dann drin, dass wir die Zertifizierung haben und zugelassen sind. Seit dem 5. Oktober wissen die Erzieherinnen, dass ihre Arbeit erfolgreich war. Sie wurden mit dem begehrten Qualitätssiegel ausgezeichnet. Dann der große Moment. Josef Theule überreicht Monika Pieper die Zertifikatsschilder. Es hat eine ganz bedeutende Stellung für den Kindergarten, weil einfach durch den Umzug von der Nordlandwehr hier zur Könzgenstraße musste der Kindergarten die pädagogische Konzeption neu überdenken und ausarbeiten. Und das Early Excellence Zertifikat ist für uns wichtig, dass wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Überreichung des Zertifikates bedeutet nicht, jetzt sind wir fertig, jetzt können wir da stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir sind auf dem richtigen Weg, die Anerkennung haben wir und jetzt können wir weitermachen. Rund 60 Kinder werden derzeit in 3 Gruppen hier betreut. Auch die Eltern freuen sich über die Auszeichnung der Kindertagesstätte. Ja, ich finde, das ist ein Zeichen für den Lohn der Arbeit, dass sie ihren Erfolg jetzt auch nach außen präsentieren können. Aber ob die jetzt ein Zertifikat haben oder nicht, es war immer schön hier und es wird auch immer schön bleiben. Ich habe heute Brötchen gebacken und gestern einen Briefumschlag genäht. Was ist denn das Besondere hier im Kindergarten? Was gefällt dir denn da besonders gut? Fußball spielen und spielen. Mutter, Vater, Kind zu spielen. Die DRK-Kindertageseinrichtung Wolkenland will ihre erfolgreiche Arbeit weiter ausbauen. Die Bauarbeiten für eine 4. Gruppe laufen. Dann sollen insgesamt 75 Kinder hier betreut werden.